Nutzen Einsätze aus, zerstören unnötig Eigentum von Zielpersonen. Definitiv Quatsch. Wie gesagt, ich kann für Niedersachsen sprechen. Wir haben auch Einsätze gehabt mit anderen SEKern, für die ich dann auch sprechen kann. Natürlich nicht für alle Bundesländer oder für alle Einsatzgruppen, aber alles, was wir hatten, da wurde nichts mutwillig einfach so zerstört. Ich möchte aber auch nicht damit sagen, dass das nicht vielleicht schon mal vorgekommen ist, weil es dafür Beweise gibt oder so. Ich habe es nicht erlebt. Vor Einsätzen werden Drogen konsumiert. Totaler Quatsch.